Nein, ich bin gern der Held. Das erinnert mich an diesen Witz von früher. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Reitet ein Cowboy durch die Wüste. Trifft mitten in der Wüste halt ein Mädchen. Zerlumpte Kleider, Klamotten zerrissen, blutig, total dehydriert. Meint der Cowboy, mein Gott, Mädchen, was ist mit dir passiert? Ja, meine Familie wurde von Indianern überfallen und wurde getötet und skalpiert und mein Bruder wollte mich doch verteidigen und wurde dann auch getötet. Ja, dann sagt der Cowboy und lässt die Hose runter. Ja, ist heute wohl nicht dein Tag, Kleine. Nein, du bist, glaube ich, jetzt im Himmel. Neues Dach, Grill und hydroponischer Garten. Gott sei Dank. Ich bin Inaya. Ich helfe Ihnen in der Operationsbasis bei der Herstellung von Ausrüstung. Schön, Sie kennenzulernen. Anfertigung freigeschaltet. Noch mehr leere Batterien. Scheiße. Wenn unsere Funkgeräte ausfallen, haben wir echte Probleme. Der sieht aus wie so einer von der Umweltorganisation. Etwas, das wir nicht wissen. Und es gibt dort noch nützliche Technik. Wir sollten mal nachsehen. Guten Tag. Als wenn er mit Greenpeace Wale rettet. Was ist mit dir los? Du musst jetzt nicht... Ich habe jetzt keine Zeit für sowas. Schuhe putzen machen wir später, Freund. Mann, was ist das denn für ein Beschiss, als wenn irgendjemand hier auf dem Dach ist und dann sagen wir, gibt es was Wichtiges zu tun? Nein, es gibt nichts Wichtiges zu tun, aber du könntest mit einem Schwamm und mit einer Bürste und einer Wanne erstmal den Boden putzen hier auf dem Dach. Weil wir wollen später noch davon essen. Sehen Sie sich das an? Da haben sie bestimmt gedacht, ach, putzen muss ja jeder. Hergehört. Wir haben jetzt endlich den Grill, der funktioniert. Und wer besser ist, hat auch automatisch bald schon bessere Laune. Von dort wurden Hyäna-Aktivitäten gemeldet. Können Sie mal nachschauen? Wenn das Theater weiter wächst, werden wir neue Nahrungsquellen brauchen. In der Nähe gibt es einen Wohnkomplex mit Dachgärten, in denen nach der Krise Lebensmittel angebaut wurden. Zumindest bis die Hyänas kamen. Warum haben sie nicht Hyänas wirklich mit Hyänen übersetzt? Also ins Deutsche, weil es wäre ja das Gleiche, oder? Dass Hyänas Hyänen sind. Es wird doch auch im Intro übersetzt. Wenn ich das richtig verstanden habe. Aber sie ist schon heiß. Auch wenn ihr Haarschnitt mir nicht gefällt. Wir kommen gerade so über die Runden. Und was soll ich dagegen tun? Hilf uns! Ich helf euch doch! Ich helf euch doch! Anesia hat doch ein Mobsgesicht. Wir brauchen dich da draußen. Dein Bein ist kein Hindernis. Darum geht es nicht. Das ist mir schon klar. Aber wenn wir scheitern... Okay! Okay. Ein paar Leute können wir bestimmt entbehren. Ich warte draußen. Schicker Unterschenkel. Sie sagt, sie hätten geholfen. Das vergesse ich Ihnen nicht. Vor allem,
Ihre Kleine, ey. Hallo? Was ist das denn für eine Helikoptermutter? Guten Tag. Beachten Sie, dass der Schnellstweg nicht immer der beste ist. Ein Zivilist hat Ihnen eine Signalpistole anvertraut, um bei der Rückeroberung von Kontrollpunkten aus feindlicher Hand zu helfen. Gehen Sie zu einem feindlichen Kontrollpunkt, feuern Sie die Signalpistole ab und besiegen Sie die Gegner, die ihn besetzen, um ihn zu übernehmen. Wenn Sie einen Kontrollpunkt übernehmen, schwächen Sie nicht nur den Feind, sondern erhalten auch Zugang zu wertvoller Ausrüstung und Ressourcen. So, Haupteinsätze, Fertigkeiten, Freischaltungen. Neues Personal rekrutieren. Aus den Gebieten, also jetzt bist du irgendwie diese Gebiete immer wieder am Upgraden, die Siedlungen. Und das Weiße Haus ist halt für alles andere. Fertigkeiten, SAD-Technologie, freischalten, die passiven Fertigkeiten. Ah, es gibt sogar noch die Safe-Häuser. Und ich denke mal, das hier wäre dann was zum Erobern. Die Theatersiedlung hat den Kontakt zu einer kleinen Gruppe verloren, die in der Bibliothek lebt. Sie fürchten, dass die Hyenas etwas damit zu tun haben und bitten uns, das zu überprüfen. La 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 la, la la la. Und es ist immer wieder schön, dass dann die Leute kommen und sagen, warum kannst du schon spielen, Imperator? Und ich kann nur immer wieder sagen, weil ich Ubisoft die Schwänze geluscht habe. Und wenn auch du Schwänze lutschst, dann kannst du auch früher spielen. Aber die meisten haben einfach zu viel Selbstwertgefühl. Und deshalb dürfen sie erst heute Nacht um 0 Uhr spielen. Hast du schon die Möglichkeit gehabt, das Schild zu testen? Nein, weil ich die Fertigkeit noch nicht freigeschaltet habe. Obwohl, das könnte natürlich jetzt... Gibt es noch das Schnellreisesystem? Ja. Dann können wir erstmals ins Fertigkeiten-Freischaltungsmenü gehen. Gab's das Schild in der Beta nicht? Bollwerk freischalten. Das Bollwerk-Schild schützt nahezu den gesamten Körper, aber da er sehr massig ist, können nur Handfeuerwaffen benutzt werden, während er ausgerüstet ist. Ich denke, weiß aber nicht, ob Drohne und Bollwerk-Schild die beste Kombi wäre. Ich denke nicht, aber... mehr Reparaturkits, Lager erweitern, Inventarkapazität um 10 erhöhen. Das wird auch früher bei den Rucksack gemacht, ne? Wo du später mehr Inventarplätze gehabt, indem du einen anderen Rucksack angelegt hast. Ach. Ich glaube, ich habe alles an Ausrüstung, was ich brauche. Endlich kann's losgehen. So, Materialien finden Sie überall in der Stadt. Sie können die Werkbank verbessern, um höherwertige Objekte anzufertigen. Da ist die Inaya Al-Kalik. Ach so, und damit können wir natürlich jetzt... theoretisch Waffen upgraden. Oder Waffen herstellen. Oder? Ist das jetzt hier ein Upgrade für meine aktuelle? Ja, es ist skrupellos Verbesserung. Das wäre ein Upgrade. Aber die Maske wäre jetzt doch... Das wäre eine Anfertigung. Eine neue. Ich denke mal, du wirst die Blaupausen auch wieder überall finden oder kaufen können. Agent,
Ich hab hier was Besseres. Nee, du hast nichts Besonderes für mich. Mit dir habe ich gerade geredet. Gut, dass Sie hier sind, Agent. Mal eben den Behälter aufmachen. Auf Tab wird zerlegt. Das war vorher, glaube ich, eine andere Taste. So, den gesamten Shot wird zerlegt mit Vormarkieren. Ist schon Feierabend? Aber ich wollte eigentlich was ganz anderes gucken. Fertigkeitenmenü, wo bist du nochmal gewesen? Ah, hier unten. So, Schild. Ah, das sind die unterschiedlichen Fertigkeitenvarianten. Dann gehe ich zu dem Nebeneinsatz. Kommunikationsausrüstung. Vielleicht finden Sie welche im Odia Technologiebüro. Gehen Sie dorthin und suchen Sie alles ab. Sicher, dass das der schnellste Weg ist, dann müsste es noch einen anderen Ausgang geben am Weißen Haus. Ich glaube, das hier wäre was für Sie. Elektronisches Gerät erkannt. Der von der Division zeigt allen, wo es lang geht. Ah, da. Was denn? Das ist eine Waller. Nein, was gibt's denn? Meint er jetzt doch, Russland wäre verantwortlich? Nein, er ist tot. Das kann nicht sein. Doch, ich schwöre. Herzinfarkt vor einer Stunde. Die Reanimation war ohne Erfolg. Shit. Dann hat Mendes jetzt das Sagen. Das ist alles, was du dazu zu sagen hast? Mehr kann ich mir nicht leisten zu sagen. Warum könnt ihr schon spielen? Weil ich Schwänze lutsche. Und weil ich mit Ubisoft in guten Kontakt bin und eine Presseversion habe. So einfach ist das. Das ist echt ein Bollwerk, ey. Das ist echt ein Bollwerk, das Ding. Eintreffende Verstärkungsanforderung. Ohne Kack. Und das ist jetzt nicht deren Ernst, oder? Ah doch, hier vorne darf ich doch hoch. Es sah gerade so aus, als wenn ich vorne nicht hochsteigen darf. Ah, okay, und die HP baut halt ab und du kannst halt es immer wieder verwenden, sofort. Kannst die Granate schmeißen währenddessen, ja. Und sie regeneriert HP über Zeit. Jetzt natürlich die Sache bei normalen NPCs auf der Straße ist natürlich jetzt kein Vergleichswert für irgendwas, ne? Gefühlt hält das jetzt schon gut was aus.
Ach ja, ich habe übrigens in Division 1 alle Sammelgegenstände gesammelt. Also ich werde es jetzt nicht hier machen, durchgehend, aber wenn auf dem Weg was zu sehen ist, dann nehme ich das auch mit. Obwohl ich glaube, das... Ist das eine Etage höher? Ja. Oder? Bin ich doof. Hm, ja, ich bin anscheinend doof. Ich bin doof vom Lutschen. Hm. Nee, sehe ich irgendwie nicht. Ah. Nee, das war einfach nur was zum Plündern. Kuckuck, Handy. Warum liegt eine Paprika hier auf dem Boden? Ich weiß, es ist der Suchbereich hier markiert, aber... Ich bin jetzt nicht so unruhig, dass ich das nicht sehe. Adler! Zeig mir, wo ist das Handy? Ach, ist ja kein Assassin's Creed. War eh ein Scheißladen. Hat nur Klo für Männer und Frauen. Habe ich das eigentlich richtig verstanden mit den Kontrollpunkten? Dass wenn ich alle hier töte, kann ich die übernehmen lassen? Ich würde sagen, lassen die Hyänas überall so leicht brennbares Material stehen. Jetzt schon golden, ne? Natürlich auf mein Level runtergestuft, aber... Au. Gerne, Kalich. Ich überlege übrigens gerade, wo kommt eigentlich jetzt gerade die Verstärkung? Ich dachte, ich habe mit der Signalpistole extra geschossen. Aber wahrscheinlich liegt trotzdem alles an einem selbst. Ah ne, da ist ja einer. Jetzt, wo schon alles vorbei ist. Delta VK winkt. Hm.
wirklich auch schön, dass diese... Diese ganzen, wie heißt das? Rüstungselemente am Körper von den Gegnern wirklich so wegsprengen, wenn du sie abbeschießt. Ich weiß, auf dem Wagen steht eine Gatling. Aber eigentlich hatte die mein Verbündeter übernommen. Geht weg. Jetzt zerkratzt mir mein Schild. Warum trägt er eigentlich so einen schweren Rucksack? Vor allem, er hat gesagt, er übernimmt das Geschütz. Die Gatling. Deshalb bin ich da nicht mehr hingegangen. Das ist ein Sieg für uns. Wir haben überlebt. Nur das zählt. Wie wär's, wenn ihr euch auch mal Ausrüstung suchen würdet, anstatt dass ihr hier wie so eine schwarze Rocker-Gang... Ach, Hip-Hop-Gang. Schwarze hören keinen Rock. Mein Gott, so viele rassistische Aussagen. Beziehungsweise das war nicht rassistisch, sondern stereotypisch. Schwarze dürfen auch Rock hören. Wenn sie wollen. Eine M1A? Classic? Da ist doch ein bisschen klassisch, oder? Für eine Waffe. Das war's. Ressourcen ausreichend vorhanden. Was bringt das, wenn ich dem jetzt Sachen spende? Dann halten die den Außenposten hier wahrscheinlich länger, oder? Das Theater benötigt neue Batterien für seine Kommunikationsausrüstung. Vielleicht finden Sie welche im Odia Technologiebüro. Gehen Sie dorthin und suchen Sie alles ab. Ich bin nur Einbildung. Ach, die spritzen sich die Droge inzwischen und gehen damit in so eine Art Rausch und dann greifen die einen an. Zufolge plündern Hyenas das Odia-Büro. Da könnten Batterien sein. Finden Sie einen Weg hinein und schauen Sie nach. Das Theater braucht Sie für seine Kommunikationsausrüstung. Sehen Sie sich um, Agent. Vielleicht gibt es einen anderen Weg hinein.
Solche Waffen gefallen mir. Guter Sound. Und der KI-Spieler, Wallhack, der war geblendet, der konnte mich gar nicht sehen. Ich überlege gerade, das Spiel hat kein RTX gehabt, ne? Weil ich finde schon, dass manche Lichteffekte hier echt schön aussehen. Es ist kein Metro von der Atmosphärik, aber es ist schon sehr, sehr gut. Auch ohne Schnee. Unglaublich eigentlich, dass hinter Massive Entertainment, die ja hierfür verantwortlich sind, der Entwickler ist, der früher World in Conflict gemacht hat. Was ja eins meiner liebsten Strategiespiele war früher. Was halt auch schon sehr gut aussah, ne? Für seine Zeit. Aber ist ja jetzt schon, boah, ewig her. Was zum Henker ist da draußen los? Ich sagte doch, ich kann nicht arbeiten, wenn ich gestört werde. Stört mich nicht, wenn ich mein Zimmer sauge. Aber nicht sehr damenhaft. Ich finde das Feedback auch schön vom Gegner. Und wie er da oben hängt, finde ich auch schön. Das ist Vikram Malik, technischer Direktor von Odia. Die Hyenas zwingen ihn wohl zur Arbeit. Holen Sie ihn da raus. Also wenn ein Gegner anschießt, ist das halt wirklich so. Er fliegt nicht übertrieben weg, aber Ragdoll ist schon hübsch. Ich bin Feuerwehrmann, mir macht dein Feuer nix. Bitte? War vielleicht nicht so geil, hier rüber zu gehen. Ich weiß, manchmal verhalte ich mich nicht so, wie das Spiel das von mir verlangt. Alter!
Ah, fucking Drogen. War's das endlich? Du bist frei, du kannst gehen. Brauche ein Schlüssel der Hyänas. Vielleicht hätte man noch mehr Belobigungsabzeichen machen müssen. Sie sind hier fertig, Agent. Ziehen Sie ab. Tja, wo kriege ich den Schlüssel eigentlich her? Behälter, Feldexperte. Ist das eigentlich immer noch so, dass man diese Behälter aufheben sollte? Aber ich glaube, die sind auch limitiert wieder von der Stufe, ne? Dass es eh keinen Sinn macht, weil da eh nur Standardausrüstung drin ist, ja. Ich hoffe, das als Schrott markieren ist menüübergreifend. Ja. Moment, noch den, dann habe ich erstmal mein Inventar wieder aufgeräumt. Obwohl ich nicht weiß, warum hier noch ein Ausrufezeichen ist. Das ist übrigens der Shop. Ich habe doch hier alles einmal angeklickt. Jetzt gehen wir noch zum Safehouse und da muss ich einen kurzen Break machen, um den Hund zu füttern. Der ist mich hier schon die Wand am Fressen.
Kehrt mit Komponenten zurück. Was denn jetzt? Kann sich mal entscheiden, wo ich lang gehen muss? Tragbares Gerät erkannt. Geil, durch die Wand geplündert. Buntstifte. Verdammt, das ist nicht der richtige Weg. Klassiker. Voll gut, ich falle überhaupt nicht auf. Stehe genau vor denen, ist ihnen total egal. Oh, wir müssen uns hier umsehen. Da kommt ein Feuerwehrmann. Ah, die sind nur Helfer. Helfer in der Not. Wir müssen uns überhaupt nicht mit dem auseinandersetzen. Alles cool. Einziger Ort hier in der Gegend, den die Hyenas nicht angerührt haben. Gut für uns. Ich habe hier interessante Aufklärungsdaten. Da haben sie alle Hände voll zu tun. Viel Glück. Shaytech-Behälter erkannt. Nachschub zu einem verbündeten Kontrollpunkt in Down East bringen. 0 von 50. SHD-Technologiebehälter in Down East und Down East Aktivitäten abschließen. 0 von 3. Moment mal. Achso, Spielersuche ist ja Standard im Safe Point. Also Safe House. Obwohl, es war früher mal mehr los in den Safe Häusern. Da gab es noch Händler und Krimskrams. Aber dafür gibt es ja wahrscheinlich jetzt die Siedlungen. Ist auf jeden Fall grüner als Manhattan. Im ersten Safe House im Teil 1 war auch nicht viel los. Daran kann ich mich gar nicht mehr 100% erinnern. Aber jetzt können wir jetzt zum... Ach so, es ist aber immer noch so wie die Übersichtstafel in Teil 1, dass du hier, sag ich mal, Aufklärung dann hast durch das Safe House. Du siehst halt jetzt die HAD-Behälter, die du sammeln kannst, um natürlich diese passiven Fähigkeiten freizuschalten, ne? So, jetzt muss ich aber mal ganz kurz den Hund versorgen. Interessantes Objekt entdeckt. Hä? Kristallschädel. So, wir hatten mal kurz einen Break. So, weil das in der Aufnahme jetzt so drin ist. Nur, dass ich jetzt alles umgestellt habe auf DirectX 12 auch und ich das Gefühl habe, dass es jetzt auch ein bisschen smoother läuft, seitdem ich das neu gestartet habe. Also für mich persönlich. Vorhin hatte ich das Gefühl immer, es hakt ein bisschen bei DirectX 11.
Und wir haben gerade den Benchmark-Test gemacht. Sag ich jetzt für das YouTube-Video. Und ich hatte, ja, immer über 60 FPS mit der 2080. Kannst nichts gegen sagen auf 1044p. Ich habe es ja extra geholt für den, fürs Gaming auf 1440. Was möge eine unbekannte Aktivität sein? Ja, ich habe ein Reh erlegt. Ja, eine Kiste. Aber ich kann das Reh nicht plündern. Ich kann nur durch es durchlaufen. Oh, ich habe Autolaufen entdeckt. Ich spiele gar nicht alles Video. Agent braucht Verstärkung. Nacht ist immer noch am schönsten. Ein Rettungseinsatz, okay. Aber nicht durch diese Tür. Bist du die Geisel, die ich retten soll? Echo in der Nähe entdeckt. Von hier aus treffe ich ihn nicht. Eine Geisel greift nicht an. Hebt eine Kugel für den auf. Kann aber auch mal eine Unterstützung sein. Oh, schön. So ein Schuss hat mir vorhin gefehlt. Ich glaube, es sind nicht die Geiseln, es war eine Unterstützung. Die mit dem Baseballschläger auf Leute mit scharfen Waffen geht. Auf wen schießt du? Ich glaube, wir sind hier fertig. Sah übrigens nicht aus wie eine Rettungsmission. Ich trinke das Zeug nicht zum Vergnügen. Er ist verdammt gut. Man sollte ihn genießen. Könnte das letzte Mal sein. Schmeckt immer noch wie Dreck. Was gerade in New York passiert, ist erst der Anfang. Ja, sag bloß. Wir brauchen ein Team. Ich habe bereits ein Team. Ein größeres. Vielseitiger. Warum? Weil wir es brauchen. Wir haben eine einmalige Gelegenheit. Aber wir müssen jetzt schlau sein. Und schnell handeln. Also keine Chorknaben. Meinst du das? Ich meine Halunken. Gesindel. Und Mörder. Ihre Geschichte ist mir egal. Solange sie Befehle befolgen und Aufträge zu... Und Aufträge an Land bringen. Übrigens, hier sind die Geiseln. Sie wäre jetzt tot. Vielen Dank.
Nur ein Einziger und ein Kerl? Männer haben wir genug. Wir brauchen Frauen für die Wiederbevölkerung. Ammo was? Möchte ich jetzt auch alle Nebensachen mitnehmen? An sich würde ich die passiven Fähigkeiten lieber später einsammeln. Weil das ist ja jetzt nicht so interessant. Verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe. Nimm das, mein Freund. Ach, wisst ihr, was mir einfällt? Zuvorhin, wo ich gedacht habe, ich würde da ein Handy finden, das war gar kein Handy auf der Abbildung links oben, das waren Dosen. Du konntest Nahrung finden in dem Bereich, da gab es gar kein Handy. Und keiner im Chat ist es aufgefallen und hat mich mal gewarnt und gesagt, du kannst da gar kein Handy finden. Das bedeutet nur, dass da Nahrung ist in der Ecke. Da sammelst du Ressourcen ein. Weil mir ist gerade so aufgefallen ist, es sieht halt ein bisschen aus wie so ein Walkie-Talkie mit einer Antenne oben. Tragbares elektronisches Gerät erkannt. Ja, bitte noch mehr Lensflare in mein Auge. Ihr patrouilliert übrigens gerade an dem Abbruchgelände vorbei, was von den Feinden eingenommen ist. Einfach auf die Verstärkung warten. Schwer gepanzerter Feind erkannt. Das war einer von uns. Ja, irgendwo da draußen, aber bin ich ja nicht.
Schwer gepanzerter Feind erkannt. Wo? Ja, da ist schon einer reingelaufen. Oder? Ja, guck mal, wie schön das am Träger hier abbröckelt. Wir haben schon gewonnen. Wie mache ich das schon, dass ich das Spiel spielen kann? Boah, ist es so schlimm, vor Release was zu spielen. Ist das bei anderen Streams auch? Gehen bei Gronkh auch immer 40 Leute rein und sagen, ey, warum kannst du schon spielen? Wäre ich Moneyboy, wird mir sowas nicht passieren. Ich denke mal, dass du Clan erst mit der Zeit freischalten kannst. Und nicht von Anfang an. Gott sei Dank. Ich finde eigentlich schlimm, wenn man einen Clan schon ab Level 1 aufmachen kann, weil dann wird man nur zugespammt in solchen Spielen. Willst du meinen Clan? Willst du meinen Clan? Ich sehe die Fragen hier gar nicht. Also ich habe doch schon wieder was gesehen. Wie macht Proof das VPN? Ich mach's einfach mit Magie. Der Bibliothek und jetzt. Die Theatersiedlung hat. Wie hat er überlebt? Lauf, du Bastard! Und bleib nicht stehen! Was ist dein Problem, ey? Alle wollen mich bedrohen. Dabei bin ich einer von den Guten. Solange alle hingucken. Ich würde es auch mit Maggie machen. Ich mach's. Profi-Tipp. Wenn du schon die Preload geladen hast, musst du nur eine Tasse Kaffee in deinen Rechner reinkippen. Dann bekommst du automatisch die Ultimate Edition anstatt die Standard. Ohne Gewehr. Kann sein, dass es bei manchen nicht funktioniert. Sie laufen. Nicht schnell genug. Weiß ja nicht, die rennen schon ziemlich. Die werden niemals schneller als Sherry sein. Weil ich müde muss ihn da Puma. Das ist wie die Sache, mit, dass du beim iPhone deine SD-Karte vergrößern kannst, indem du dir die Mikrowelle legst. Alter, ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass das funktioniert. Dass das Ding anschießt und dann das Seil runterkommt. Weil ich glaube, bei 1 gab es das nicht. Da musstest du schon, das waren immer die Abkürzungen, wenn du dann irgendwo hochgeklettert bist, dass du außenrum da wegkamst. Oh mein Gott, man kann Hunde erschießen. Das ist wie ein 1. Da habe ich, glaube ich, aus Versehen die Waffe gewechselt. Oh, M60, die Waffe von Rambo.
Ich kann nichts dafür, wenn Leute jetzt ihr iPhone in die Mikro schmeißen. Ich hab nicht mal eine Mikro, deshalb kann mir sowas nicht passieren. Die Leute sollen eh ihren eigenen Verstand benutzen. Ha! Arschlochschuss, habe ich genau gesehen. Hier ist bestimmt ein Achievement für Töte 8 Bambis in der Stadt. Also jetzt habe ich es auch gemerkt, es gab einen Nachladeruckler. Wahrscheinlich, weil hier so viel Wasser ist. Wasser sind Reflexion. Reflexion kosten Performance. Verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe erkannt. Ja, Verstand. Ich empfehle jedem die Dokumentation auf Netflix unter dem Tellerrand. Die ist zwar auf Englisch, aber es gibt deutsche Untertitel und es handelt sich darum, also es geht darum, dass die Erde flach ist, also über Flacherdler, die eine eigene Konferenz letztes Jahr in den USA hatten, wo sie darüber geredet haben, dass die Erde ja flach ist. Und es ist einfach eine sehr humorvolle Dokumentation, wenn man den richtigen Geschmack hat. Das ist so geil, weil die halt auch versuchen zu belegen, dass die Erde flach ist. Und dann selbst sagen, wir müssten ja eigentlich nur so einen gyroskopischen Sensor kaufen, ein Navigationssystem, und die müsste ja feststellen, dass die Erde als Kugel sich um 15 Grad weiter bewegt. Und dann machen die das und dann stellen die genau fest, was man feststellen sollte, dass die Erde rund ist und nicht flach. Und dann sagen die, ja scheiße, die Ergebnisse überraschen mich jetzt aber selbst. Und dann fangen die an, diesen Gyrosensor oder was das da ist, in unterschiedliche Materialien reinzustopfen, um andere Ergebnisse zu bekommen. Das Problem ist einfach, wenn dein Gehirn einmal darauf ist oder gegen irgendetwas ist, das analysieren die auch ganz schön, dann wirst du immer einen Grund finden, der dagegen spricht, weil unser Gehirn halt so funktioniert. Das ist genauso wie, ich hasse Familienfeiern. Dann wirst du immer einen Grund finden, nicht zu dieser Familienfeier zu gehen. Und so ist das genauso, wenn du daran glaubst, dass die Erde flach ist. Wenn du da wirklich fest dran glaubst, wirst du auch immer einen Grund finden, weshalb das der Wahrheit entspricht. Und nicht eine Lüge ist. Damit irgendwelche Leute Uhren verkaufen können, wo halt eine flache Erde drauf ist. Es ist super witzig teilweise, aber auch erschreckend an manchen Ecken, wo du einfach denkst, das kann einfach nicht deren Ernst sein. Und das geht, also ich will nicht verraten, aber das Ende ist einfach der Brüller, nachdem man sich da 1,5 Stunden durch die Welt der Idioten gefressen hat. Ist das Ende einfach nur vom Dokumentarfilmer sehr humoristisch zu sehen. Ich habe mich wirklich gerollt. Man sollte jetzt vielleicht nicht zu viel erwarten, aber ich fand es schon wirklich interessant und auch irgendwo witzig erschreckend. Leicht zu verteidigen, weißt du? In der Tat.